Sodale, Bastelzeit und heute mal wieder einen Sensor. Ich denke, viele kennen den schon, aber na, zeigen wir doch mal, was man damit machen kann. Das ist der HCSR04 und das ist ein ja, mehr oder weniger Abstandssensor. Wir sehen hier schon, wir haben zwei Türmchen auf der Vorderseite. Einer auf der linken Seite ist ein T-Transmitter-R-Receiver auf der rechten Seite. Es sind also nicht die gleichen Türmchen, sondern zumindest von der Elektronik hinten dran sind sie unterschiedlich, ein Sender, ein Empfänger. Das ganze Modul hier, das basiert auf Ultraschall und zusammen mit ein bisschen Elektronik können wir damit Abstände messen. Wir sehen hier auf der Rückseite drei Chips, zwei leider nicht beschriftet. Einer ist ein LM irgendwas, ich glaube ein Op-Amp oder sowas war das. Und wir gucken uns dann mal an, wofür man den benutzen kann und wie man den praktisch einsetzen kann. Aber ich würde sagen, bevor wir uns um das Modul selber kümmern, machen wir mal die obligatorische Theorie. Was macht der hier eigentlich? Wie funktioniert das Ganze? Ja, das Theoriespielchen von mir kennt ihr ja. Ich werde es wieder vereinfachen, sodass man das Prinzip versteht. Aber wenn ihr wirklich einsteigen wollt, dann seid ihr an der falschen Stelle. Was auch immer, wir haben eben ja schon gelernt, wir haben einen Transmitter, einen Receiver und wir arbeiten mit Ultraschall, also ist das linke quasi ein Lautsprecher. Wenn wir dem Modul jetzt über den Triggerpin sagen, okay, wir wollen jetzt messen, na dann geht das hin und aktiviert den linken Lautsprecher und schickt da einen Sound raus. Das ist ein Ultraschallton, der ist so bei etwa 40 kHz fürs menschliche Gehör nicht wirklich hörbar, aber er ist da. Was passiert damit? Na, die Schallwellen breiten sich aus und das war's. Also jetzt zumindest in dem Fall hier, Messung fehlgeschlagen. Kein Wunder, denn wir wollen ja einen Abstand messen, also muss auch irgendwas da sein, was wir messen können. Und zwar auch innerhalb von den, ich glaube 3 Meter waren es ja, 3-4 Meter, die wir messen können. Also spielen wir das Ganze mal weiter mit hier dieser Wand, die da in der Nähe ist. Auch hier können wir wieder den Triggerpin sagen, der generiert den 40 kHz Ton, schickt den aus und was passiert jetzt? Na, wenn der Ton an der Wand ankommt, wird dieser Ton auch reflektiert. Und das kommt dann irgendwann bei unserem Receiver, also dem Mikrofon auf der rechten Seite an. Was haben wir jetzt davon? Nur erstmal nichts. Wir haben auf dem Mikrofon quasi denselben Ton, den wir auch schon ausgestrahlt haben. Das bringt jetzt nicht ganz so viel. Es sei denn, wir fangen an, die Zeit mitzumessen. Denn Ton ist halt nicht unendlich schnell. Die Schallwellen, die breiten sich mit einer gewissen Geschwindigkeit aus. Die Schallgeschwindigkeit heißt also, wenn wir mit dem Schall eine gewisse Strecke zurücklegen wollen, in dem Fall bis zur Mauer und zurück, dann geht das nicht direkt einfach so, sondern das braucht eine gewisse Zeit. Wenn wir jetzt also die Zeit messen zwischen wir haben gesendet und wir haben empfangen und da die Schallgeschwindigkeit dann noch ein bisschen mit reinrechnen, ja, dann haben wir den Abstand. Relativ simples Konzept, aber funktioniert. So, jetzt haben wir ja schon gelernt, wir müssen Zeit messen und einen Puls geben und so. Also Mikrocontroller zur Hand, irgendein Arduino, ESP oder sonst was. Dafür haben wir hier unten die wunderschönen Pins. Wir haben VCC GND, also die Stromversorgung, Trick für Trigger und entsprechend hier Echo. Da kommt das Signal zurück. Ich würde mal sagen, ich suche mir mal einen Controller und dann bauen wir uns das mal auf. Und das können wir natürlich auch in der Praxis gucken. Wenn wir hier nämlich mal Strom drauf geben, dann können wir uns das selber hier ansteuern, zumindest in der Theorie. Dann versuchen wir das mal. Ich gebe mal ein Signal drauf und okay, wir sehen zumindest mal was. Und wenn wir auf dem Oszilloskop gucken, was da so passiert ist, dann können wir das auch halbwegs nachvollziehen. Erstmal, wir haben in Gelb das Triggersignal, das ist also das, was ich selber reingebe. In diesem Blau hier haben wir den Echo, also das, was von diesem Sensor zurückkommt. Standardmäßig ist der Trigger auf High und sobald er auf Low geht, wird eine Messung angefordert. Das habe ich dann hier gemacht, habe den hier per Hand auf Low gezogen. Wie man sieht, nicht schön, aber es kam an. Ich sage also an der Stelle hier, okay, mach mal eine Messung. Der Controller registriert das, der auf dem Sensor verbaut ist und startet kurz danach und zwar an der Stelle hier eine Messung. Wenn die Messung startet, dann geht entsprechend hier der Echo-Pin auf High. Und bleibt's, bis das ein Echo zurückkommt. Und wir sehen, hier hinten, da geht's wieder auf Low. Das heißt, da ist ein Echo zurückgekommen. Das Gelbe hier hinten ignorieren wir mal. Da waren meine Finger irgendwie da, wo sie nicht hin sollten. Das ist aber für uns nicht relevant. So, was heißt das für uns? Uns interessiert, wie lang ist dieser Puls? Das können wir natürlich hier ausrechnen. Ich habe jetzt hier mal grob die Cursor draufgesetzt und da kommen wir auf ungefähr ein Delta von 1,68 Millisekunden, die dieser Puls lang war.
Also machen wir mal ein bisschen Mathe. Wir wissen, es hat 1,68 Millisekunden gedauert, den Schall hin und zurück zu senden. Und wir wissen auch, die Schallgeschwindigkeit, Pi mal Daumen, kommen wir gleich nochmal drauf, 343,2 Meter pro Sekunde. Das heißt für uns jetzt erstmal, wir müssen hier die Millisekunden in Sekunden bekommen. Das heißt also geteilt durch 1000, das wären Sekunden. Wenn wir jetzt sagen, wir wissen 343 Meter pro Sekunde mal das hier, dann kommen wir auf 0,5765 und so weiter. Was ist das? Naja, Meter. Denn die Sekunden haben wir jetzt ja quasi rausgerechnet. Also ist das unser Abstand? Nein, ist es natürlich nicht. Denn der Schall geht ja hin und zurück. Das hier ist also Hin- und Rückweg. Wir müssen also das hier nochmal geteilt durch 2 nehmen. Dann sind wir bei ungefähr 0,28 Meter oder entsprechend 28,8288 Zentimeter. Und wenn ich mal mit dem klassischen Werkzeug dran gehe, dann sind wir so knapp über 29, so Pi mal Daumen. Ist ein bisschen mehr hier auf dem Gliedermaßstab als auf dem Sensorwert, aber das kann auch sein, dass der eben vielleicht ein bisschen hoch gestanden hat oder so. Aber so um den Dreh kommt das hin. Unsere Berechnung scheint also zu stimmen. So, das war jetzt per Hand. Wenn wir mit dem Mikrocontroller dran wollen, dann macht es Sinn, eine Library zu benutzen, spart uns ein bisschen Programmieraufwand. Und hier gibt es eine, die Arduino Lib HCSR04 von Martin Sausage. Der hat das hier zur Verfügung gestellt. Die Arduino-Leute können mal gucken. Ich meine, es müsste sogar im Library Manager drin sein. Ansonsten gibt es hier wie immer die ZIP, die man installieren kann. Der Anschluss ist relativ einfach, wir haben ja nur 4 Pins, VCC, Trigger, Echo und Ground. Das können wir natürlich auch an einen ESP oder einen Arduino anschließen. Beim ESP müssen wir ein bisschen aufpassen, denn ja, normalerweise bietet es sich ja an, für VCC und Ground die 3,3 Volt und Ground Pins zu verwenden. Das geht hier mit dem Sensor nicht, der läuft nur mit 5 Volt. Das heißt also, ja, zwei Sachen müssen wir beachten. Das erste ist, wir müssen den hier an VIN anschließen. Wenn wir den per USB betreiben, dann ist da 5 Volt üblicherweise drauf. Es kommt aufs Modell an. Teilweise funktioniert das nicht, aber so bei dem, was mir in letzter Zeit begegnet ist, ging das eigentlich immer. Also VCC Ground da dran. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der mehr ist, und zwar der Trigger und der Echo. Die beiden Pins können wir frei belegen. Ich hole jetzt einfach mal D0 und D1. Und das, was ich jetzt mache, ist offiziell nicht vorgesehen. Und zwar der Echo-Pin, den lege ich hier direkt auf D1. Das sollte man normalerweise nicht tun. Denn dieser Echo-Pin, der hat, wenn wir das hier so anschließen, einen Pegel von 5 Volt, wenn er high ist. Der ESP8266 ist aber nur ein 3,3 Volt Controller und offiziell kann der keine 5 Volt an den IO-Pins. Das hieße, normalerweise müsste jetzt hier dazwischen noch ein Pegelwandler. Vor allen Dingen bei den älteren ESP-Revisionen war das ein Problem. Da ist teilweise wirklich, wenn man das hier so angeschlossen hat, der IC kaputt gegangen. In den letzten Jahren habe ich das Phänomen nicht mehr gesehen. Da sind mir die Chips nicht kaputt gegangen, auch wenn ich per 5 Volt rangegangen bin. Wenn ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, an der Stelle hier bitte noch einen Pegelwandler dazwischen. Ich hatte keine Probleme, ich mache es jetzt auf eigenes Risiko. Wenn der Controller hier kaputt geht, dann ist es so. Aber es ist eigentlich, was ich hier mache, außerhalb der Spezifikation. Der Code ist sehr übersichtlich. Man includet lediglich die Library, sagt dann hier oben, okay, ich hätte gerne einen Distanzsensor und zwar auf den Pins D0 und D1. D0 ist dabei der Pin, der zum Trigger geht. D1 ist der Echo-Pin. Setup, entsprechend machen wir hier nur die serielle Schnittstelle an und in der Loop. Da lesen wir die Distanz direkt fertig in Zentimetern ein. Die ganze Berechnung und Timing und so, das wird automatisch in der Library gehandhabt. Das Ganze kommt als Double, also eine Kommazahl. Und die geben wir einfach hier aus. Schreiben das eventuell richtig. Machen noch ein Delay dahinter. Und ja, im Prinzip haben wir so unseren Abstandssensor. Da würde ich sagen, wir laden das Ganze hier einmal hoch. Und hier sehen wir jetzt eine Angabe von 68. Und wenn ich jetzt mal hier mit meiner Hand rumfummel, dann sehen wir entsprechend, je näher ich komme, desto tiefer werden auch die Werte. Und wenn ich ihn hier einfach mal in den Raum halte, dann sehen wir hier 227, also 2,27 Meter, 227 Zentimeter. Das sieht alles so aus, als ob das hier auch in der Software funktioniert. Eine Sache haben wir noch, und zwar ist die Berechnung hier
meh, um es mal so zu sagen. Wir berechnen ja im Prinzip erstmal die Zeit, wie lange dauert das Ganze. Und wenn wir das haben, dann machen wir da irgendwie so Zeit in Streckenumrechnung. Problem an der Sache, naja, diese Geschwindigkeit, wie sich der Ultraschall in der Luft ausbreitet, der hat auch noch einen Faktor, den wir hier nicht drin haben, nämlich die Temperatur. Die Formel, die wir hier haben, die ist, glaube ich, irgendwo so 20, 25 Grad für gedacht. Wenn wir jetzt aber draußen messen und entsprechend nicht 25 oder 20 Grad haben, sondern eher so, sagen wir mal, 0 Grad, naja, dann haben wir da auf 2 Metern eine Abweichung von etwa 8 cm. Der Fehler, der ist überschaubar, aber muss nicht sein. Wir können hier im Prinzip auch noch einen Temperatursensor anbauen und entsprechend das dann rauskalibrieren. Oder, ja, kalibrieren nicht, sondern eher rausrechnen, das in der Formel berücksichtigen. Können wir noch ein bisschen mehr an Genauigkeit rausholen. Ja, klingt so, als ob wir das machen können, ne? Also begeben wir uns mal rüber zur Wikipedia, da gibt es ja immer passende Sachen hier als Referenz. Wir sehen hier die Standardwert 343 Meter pro Sekunde. Ist ganz interessant, der Wert ist in der englischen Wikipedia ein anderer als in der deutschen. Soviel zum Thema Konstanten und so. Wenn wir dann runtergehen auf diese praktische Formel, dann sehen wir ein paar mehr Formeln. Und wir sehen auch noch etwas, worauf es ankommt, nämlich Humidity, also die Luftfeuchte. Die hat aber nur einen relativ kleinen Einfluss, deswegen mache ich das mal hier nicht mit rein. Was für uns aber interessant ist, ist diese Formel hier. Nämlich CR entspricht 331,3, das ist die Geschwindigkeit bei 0 Grad und 0%, plus 0,606 mal Theta, glaube ich, müsste das sein. Wobei das Zeichen ist ganz einfach nur die Temperatur in Grad Celsius, also die aktuelle Temperatur, die wir gemessen haben. Kriegen wir das auch in den Code rein? Natürlich, die Original-Library, wenn wir uns hier die Berechnung ansehen, dieses Measure Distance in Zentimeter, dann macht er mal 0,0343. 343 haben wir ja eben ja schon gesehen. Das ist dieser Standardwert, den man nutzt. Und das habe ich dann einfach bei mir her angepasst mit der Formel hier. Die 331,3 plus 0,606 mal Temperatur. Entsprechend natürlich runter und hochskaliert und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt die Temperatur in der Klammer noch mit angibt, dann wird im Gegensatz zur normalen nicht der Standardwert, sondern hier der ausgerechnete verwendet, was dann entsprechend ein bisschen genauer sein kann. Am Ende, der Sensor selber hat nicht ganz so eine schöne Genauigkeit, von daher macht es wahrscheinlich nicht viel aus, aber hey, es ist eigentlich theoretisch besser, also fühle ich mich auch besser oder so ähnlich. So, wenn wir hier gucken, kriegen wir was raus? Na? Wir kriegen Blödsinn raus. Ah, hier kommt's. Temperatur 18,37 Grad und eine Distanz von 1,54. Und wenn ich hier mit meiner Hand hinkomme, dann sehen wir, die Distanz nimmt entsprechend ab. Temperatur kommt hier in meinem Fall von so einem DS18B20 Temperatursensor. Das war halt der erste, der mir in die Finger gefallen ist. Wie man den benutzt, habe ich ja schon öfter gezeigt. Hängt hier an D2 und ja, dadurch wird das Ganze jetzt entsprechend da auch temperaturtechnisch berücksichtigt. So, das ganze Ding soll noch ein bisschen mehr tun. Das ist aber softwaretechnisch etwas komplexer. Das gucken wir uns dann im separaten Video an. Wird dann demnächst noch folgen. Der Sensor selber tut aber, wie wir hier sehen, was er soll.